So, jetzt mal gucken, wir haben noch für 4 Minuten Strom. Was ist das hier unten? Hallo? Aha. Na, warum kann ich denn nicht? Bisschen Fleisch schon gemacht. Okay, wo geht's hier hin? Nach draußen. Und hier geht's auch nach draußen. Hier ist der Kern. Mal gucken, ist das ein Admin-Kern? Der sieht so lila aus. Tote Pflanze. Aber wie interessant man da die Dings. Ja, ist ein Admin-Kern. Kriegen wir nicht kaputt. Na gut. Habe ich mein Schiff geparkt? Hier oben. Interessante Bauart. Ah, diese kleinen Treppen sind ja auch nice. Nun gut. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, nur kaputt alles. Alles nur kaputt. So, Richtung Heimat. Genau. Wir haben noch Strom für 2,5 Minuten. 2,6. Das wird knapp. Aber nicht zu knapp. Nein, 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 das passt schon. Hier 3 Minuten. Ist alles gut, alles gut. Ah, hier oben haben wir auch noch so ein Ding. Was ist denn jetzt hier? Warum ist das hier so grün? Epsilon Defiance Center. Haben wir es noch gar nicht entdeckt? Schießt du? Ja. Okay. Ja, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Das ist aber interessant, wie. Nee, 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 das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Gut, wir haben sowieso eine Minute. Wir haben so eine Minute für eine Minute. Strömlinge. Ah, Minute 3. Olli hat sich ablenken lassen. Interessantes Objekt entdeckt, ablenken lassen. Oh, guck mal, hier sieht man die Basis hier. Eigentlich sollte da ja so ein Ding vor sein. Genau, zum Fischmaul. So, Licht aus. Flieger?
Hallo? Nee. So. Ich glaube, ich muss mal mein Ding reparieren. Alter Schwede, das hat hier ganz schön Kratzer gekriegt. Guckt euch das mal an. Böse, böse. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war, aber ich glaube nicht. Nee. So gut, wir sind ja hier relativ geschützt, deshalb kann ich hier alles, das was an Waffen ist, an Munition erstmal hier reinpacken. Auch hier die, nee, der kommt nebenan hin. Aber ich müsste das was an Essen ich hier noch habe. Habe ich ja nichts weiter. Komm, das Essen kommt erstmal in den Kühlschrank. Unser großer Beutezug hier. Ein bisschen Waffeln, ein bisschen Burger, ein bisschen Kürbiskekse, ein schöner Schinken. So, dann haben wir hier Sauerstoff und Mobilität. Ah ja, Fleisch. Das Fleisch wollte ich ja noch rüberpacken. Und Säbelzahntiger hier. Haben wir noch die Notfallration. So, die Bombendinger hier. Und diese hier. Okay, dann. Okay, so, Pflanzen haben wir da unten, Pflanzen dahin, Alien-Anteile kommen hier noch rein, Mehl, fehlt uns Mehl, Getreide, Alien-Zahn und Strömlinge packen wir mal auch hier rein. Okay. Ich mache das jetzt gerade ein bisschen confused, wahrscheinlich, ja. So, Fleisch. Und die Pflanzenteile. So, und der Rest hier rein. Nee, du nicht. Das dahin und Pflanzenbeete hierhin. Pflanzenbeet aus Stahl. So, Nahrung. Okay, Nahrung kommt noch mal hierhin. Nährlösung, Wasserstoffflaschen, weiß ich jetzt gerade nicht, wofür man diese wirklich benutzt. Packen wir sie erstmal hier hin. Wofür brauche ich denn Wasserstoffflaschen? Ihr wisst, schreibt es doch einfach in die Kommentare. So, die können verballert werden, der kann verballert werden und der kann verballert werden. Das ist alles T1, ne? T1, 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 ja. Nur das dahin, das dahin, das dahin. Halt, aber die Kettensäge nicht. Die nicht. So, jetzt, wir haben T1 auf T. Diverses. Ja, komm, freischalten. Basis. Schmelzofen. Das Wichtigste. Reparatur. Werkzeuge. Hier. T2. So, Werkzeuge ist erledigt. Hau ab hier. Waffen. Haben wir alles soweit erforscht? Diverses.
erzeugt aus H2O, Wasserstoffflaschen, Gerät muss im Wasser platziert sein. Fusionszellen Level 20. So, können wir denn jetzt schon? Ja, was fehlt dir denn jetzt hier? Irgendwas anderes. Eins. Irgendwie fehlt ihm noch jetzt für den zweiten Kondensator hätten. Das heißt, wir nehmen jetzt hier Karl-Heinz und platzieren den auf Promethium. Das könnten wir eigentlich noch machen. Obwohl, ne. Packen wir jetzt den unser Inventar. Haben wir drei große, die können wir mal mitnehmen. Die Fusionszelle lassen wir hier mal noch zwei große. Können wir, wie viel große können wir denn herstellen? Auch 50 Promethium Pellets und davon kriege ich nur zwei raus. Und 8. 4 sind 9 und 10. So. Und aus einem Promethium kriegen wir 10 raus. Ah, okay, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Ja, wir sind 5 umwandeln, dann kriegen wir 50 raus. Ja, ja, okay, 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 okay. So, Bohrer T1. Ui, das machen wir jetzt noch fertig und dann können wir beim nächsten Mal nämlich den setzen, oder? Oder? Was meint ihr? Ach, scheiß drauf, komm, das machen wir jetzt noch. Ach so. Wir brauchen ja auch für dich Strom. Ich habe ganz vergessen. Verwalten. Ja. Ja. Hallo? 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 Danke. Also, was war denn das Hemd? Ja, jetzt nochmal kurz einmal waschen gegangen, duschen gegangen. So, Promethium. Wir hätten uns vielleicht nochmal heilen sollen. So, weil wenn wir jetzt hier nämlich... ja, mal gerade ein... So, können wir jetzt mal hier einmal stillstehen, bitte? Danke. So, Autominer. ...71 pro Stunde, Limit 1700... ...ja... Jetzt stell dich doch mal bitte hier rauf. Damit falls... Danke. Restzeit 41 Stunden 14 Minuten und 71 macht er pro Stunde. Hat ja aber bloß zwei Felder, das heißt 1750 maximal. Also jetzt müsste gleich einer rauskommen.
Wir haben Mädchen gemacht. Ja. So. Das heißt, wir können jetzt. Ich weiß gar nicht, baut er sich komplett ab? Oder haben wir Infinity Energy, also unendliche Energie? Das wäre jetzt noch interessant herauszufinden. So. Das war nochmal ein Vollbart. Noch nicht. Ja, ich hätte schon wieder. Aber gucken wir gleich nochmal. Hier, 35 Tode, 29 Abschüsse. Smoker. Okay, jetzt aber. Warum hast du hier schon wieder? So. Und Licht können wir mal hier wieder ausmachen. Okay, jetzt, Freunde. Wir sind ja hier. Wir arbeiten jetzt auf höchstem Niveau, auf dem allerhöchsten Niveau. Multi-T2. So, jetzt wollte ich aber nochmal gucken, kann ich denn schon Minigun geschützt, Kanonen geschützt? Ne, ich bräuchte die Zielsuchenden. Die kann ich aber glaube ich noch gar nicht bauen, ne? Waffen für ein kleines Schiff. Ach, hier ist der Kurzstreckenwarp, Kurzstrecken-Warp-Antrieb. Ah, hier, Raketenwerfer, die könnte man dann ja schon bauen. So, was brauchen wir? Wir brauchen Fahrwerksblöcke. Wir brauchen Raketenwerfer. O2-Tank. O2-Station. RCS. Und Schubdüsen können wir uns nicht mal mehr leisten. Nein! Wir können uns keine Schubdüsen leisten. Ja, das Projekt Selbstbau wird nicht einfach. Achso, hier. Lalala, 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 lalala. Erntezeit. Olli hat einen Garten. Und wir ernten alles ab. Das wird aber nur nicht der letzte Garten, ne? Also das ist jetzt wirklich nur hier, um unser Überleben zu sichern, dass wir uns hier schöne Gemüsedosen machen können. So, den kapp es hier rein. Und, oh ja, wir können uns hier fast jetzt hier 40. Wir brauchen 4, also 10 Dosen machen. Wir können sogar Medipix groß machen. Fleisch haben wir auch noch. Ein schönes Sandwich oder sowas. Aber erstmal düpseln wir uns hier mal hoch. So, einen zweiten können wir uns natürlich noch nicht bauen. Ne? Da fehlt uns jetzt wieder irgendein anderer Kappes hier. Flugspulen, gehärtete Stahlplatten und Kondensatoreinheiten. Das habe ich mir fast gedacht. So, Stahlplatte, Silizium, Eisenerz. Den Ofen können wir auch nicht machen. Das ist aber schon verbesserte Konstruktor, genau. Flugspulen. Satiumbarren. Jetzt mal ganz kurz gucken. Die Flugspulen. Aus Satium, Neodymium und Kobalt. Restrum. Zaskosium. Neodymium. Neodymium haben wir doch. Und Satiumbarren. Haben wir nur 4 Stück von. Und hier so in diesen Kappes hier. Und Kobalt. Kobalt haben wir auch noch. Also wir brauchen irgendwo ja Satium. Ich glaube, es wird uns nichts übrig bleiben. Aber ins All sieht man das hier, wie kalt es im All ist. Sektorkarte. Halador.
Minus 130. Und wir können aushalten minus 26. Das heißt, wir bräuchten einen Eva-Boost. Eva-Boost, wo bist du? Eva-Boost. Wenn wir den jetzt hier auftun. Minus 216. Na, das würde ja passen. Ich habe wahrscheinlich hier den Multiboost. So, 214. Komfortbereich plus 43. Und ohne? Lass mal hier kurz hinpacken. 58. Minus 214. Ja, okay. Die Rüstung könnten wir auch mal reparieren. Steckplatz 1 wäre. Oh, Steckplatz 2. Oder steht jetzt sogar da unten drin? Raketenrucksack Booster. Ah, interessant, interessant. So, Haltbarkeit 209 von 600, mittlere Rüstung. Aber komm. Was nun? Oh. Reparieren. Hier draußen ist Strahlung. Wir sind 0,1 verstrahlt. Scheiße, ich brauche eine Dusche. Dusche war aus was? Aus dem Bett? Ich weiß es nicht. Dusche. Oh. Ja, 0,1 war jetzt nicht viel, aber ich wollte halt ein bisschen dramatischer machen. So ist ja logisch. Alles klar. Ich würde sagen, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr so lange mit mir hier durchhaltet. Wir sind jetzt schon bei ein paar Folgen wieder bei der nächsten Staffel. Aber wir haben ja auch so einiges erreicht, ne? Wie gesagt, das ist ja nur gerade im Moment hier so ein bisschen der Lagerraum. Und hier so ein bisschen. Hier wird ja das Hauptding nachher stattfinden. Ja, es sieht alles noch ein bisschen kahl und kalt und Olli, frisch am Bau. Haben wir hier eine, ja. Es sieht ja hier alles noch ein bisschen kahl aus und so weiter. Aber es kommt. Es kommt hier. Es kommt, wie es kommen muss hier. So wie ich mir das vorstelle. Und so in etwa wird das hier auch. Ja. Ja. Genau. Und das muss ja alles noch ein bisschen weg dann. Ja. Genau. Dann kommt hier nämlich demontieren. Wenn wir dafür Sachen hätten, hätten wir das jetzt demontieren können. Fahrstuhl. Ja, aber gut, aber ihr habt ja gesehen, das andere kennt ihr ja schon. Es wächst, es gedeiht alles. So, Bohrerladung, Multiladung, rein hier und Bohrerladung. Jetzt können wir gleich nochmal gucken, wie viel Bohrerladung wir bauen können. Komm, erstmal machen wir noch einen hiervon. Und Bohrladung. Kraftstoffzellen, Stahlplatten. 1, 2, 3, 4, 5. So, und damit wir hier mal bei den anderen kacken gehen. Ja. So, jetzt haben wir auch genug Bohrladung. Das passt, das ist gut, das wackelt, das hat Luft. Okay, das sind die ganzen Upgrade-Sätze, Scharfschütze. Okay. Nee, gut, ah, ich wollte die Folge doch beenden. Oh, jetzt, ihr guckt wahrscheinlich auch noch zu. So. Hier kommt es auf Millimeterarbeit. Hier kommt es auf Millimeterarbeit an. Ja, das ist noch nicht alles hier optimal. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
Euer Onkel Olli. Euer Onkel Olli. Onkel Olli. Ich bin schon durch hier. 2 Stunden hintereinander aufgenommen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.